Bei der KSG Brandau läuft es aktuell alles andere als rund. Nach zuletzt 3 Niederlagen in Folge steht die Mannschaft von Wolfgang Kühn auf dem vorletzten Platz in der Kreisoberliga. Dabei hatte das gesamte Team zu Beginn der Saison ein spezielles Headcoaching mit Ex-Bundesliga-Profi Sebastian Kneisel absolviert. Da kommt dieses Pokalspiel gegen die klassentiefere Germania Pfungstadt vielleicht zum genau richtigen Zeitpunkt. Bei den Gastgebern steht vor allem Gordon Czajnowski im Mittelpunkt. Mit 7 Treffern ist er bislang der beste Torjäger in den Reihen des RSV. Brandau in Schwarz erwischt den besseren Start in diesem Pokalabend. Das ist Mirko Weiker, der fasst sich aus 20 Metern einfach mal ein Herz. Kein Problem für Torwart und Trainer Erik Appel. Die Germania ist eigentlich gut reingekommen in die Saison, steht aktuell auf dem 5. Platz. Doch bislang gibt hier nur Brandau den Ton an. Klasse Zuspiel auf Weiker und das ist das 1:0 für die Gäste. Bereits nach 7 Minuten belohnt sich die KSG für ihren couragierten Auftritt. Ausgangspunkt ist natürlich der schlimme Fehlpass aus der Pfungstädter Hintermannschaft. Weiker lässt Appel dann keine Chance mehr. Und auch in der Folge bleibt Brandau gefährlich. Das nächste feine Zuspiel in den Lauf von Mike Menges. Erik Appel verhindert das frühe 0:2. Auch nach 20 Minuten offensiv von der Germania nichts zu sehen. Dafür wieder Brandau mit einem klasse Angriff. Und dann ist es am Ende ein Eigentor. Patrick Gebhardt vollendet unfreiwillig den schön vorgetragenen Spielzug der Gäste. Für Pfungstadt ist damit sehr früh klar, hier muss deutlich mehr kommen, wenn man in die nächste Pokalrunde einziehen möchte. Doch davon ist erstmal nichts zu sehen. Es bleiben große Lücken in der Defensive und dadurch viel Freiraum für Konstantin Braun. Seine Flanke findet am langen Pfosten Mirko Weiker. Der gefährlichste Mann auf dem Platz vergibt die Möglichkeit zur frühen Vorentscheidung. Doch nur wenige Augenblicke später landet der Ball dann im Netz. Mike Menges mit dem 3. Treffer für die KSG nach nicht einmal einer halben Stunde. Das ist jetzt Balsam für das verwundete Brandauer Herz. Nach dem schwachen Saisonstart kann sich die Mannschaft mal so richtig den Frust vom Leibe schießen. Nach 45 Minuten bleibt es auch beim 3:0. Trainer Wolfgang Kühn dürfte sehr zufrieden sein mit dem ersten Durchgang und genauso mit dem Start in Durchgang 2. Denn es dauert nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn. Da erhöht Dennis Hoffmann auf 4:0 und nimmt damit dem größten Optimisten aus Pfungstadt die Hoffnung, dass hier noch etwas gehen kann. Starker Kopfball von Hoffmann, Appel hat dann keine Chance mehr. Gut 10 Minuten später, langer Einwurf rein in den 16er, verlängert von Jens Schuchmann. Jetzt klappt aber auch alles. Es spricht für den Willen der Mannschaft, dass die KSG die Pausenführung nicht einfach verwaltet, sondern weiter nach vorne spielt. Auch wenn die Hintermannschaft der Germania hier viel zu passiv agiert. Nach dem 5:0 schaltet Brandau dann doch mal einen Gang zurück. Dadurch mal etwas Platz für Santeri Ilitalo. Das ist der Ehrentreffer nach einer guten Stunde. Die Germania ist im zweiten Durchgang definitiv stärker als in der ersten Hälfte. Es springen aber zu wenige Großchancen heraus, um das Spiel nochmal spannend zu gestalten. Und so bleibt es nach 90 Minuten beim 5:1 für die KSG Brandau, die damit erstmals seit 3 Pflichtspielen wieder einen Erfolg feiern darf. Am Mikrofon Wolfgang Kühn mit seiner Einschätzung zum Spiel. Ja, ich denke, es war ein ganz gutes Spiel von uns. Wir haben das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, auch sehr gut umgesetzt. Also wir haben aktuell immer noch ein ziemlich breites Verletztenstand. Und deshalb haben wir gesagt, es geht heute einfach nur über den Willen. Lange feiern ist bei der KSG allerdings nicht angesagt. Nächsten Donnerstag geht es bereits weiter im Pokal. Dann wartet die SKG Oberbärbach.